Herzlich willkommen. Tachchen, ihr Lieben. Den hat man gar nicht gehört, ne? So, ein bisschen besser, ne? Da sind wir. Mit einer Tagesbotschaft für euch. Wenn es euch nicht gut geht, dann hoffe ich wenigstens durch so eine Kurzbotschaft. Die gilt nicht nur für diesen Tag, wenn ihr die anklickt, sondern das ist die Kurzbotschaft. Und wir haben hier Mut. Ich werde von neuem Mut und großer Kraft erfüllt. Vielleicht sollte man das zu sich auch mal wieder reinsprechen, falls man sich wirklich sehr down fühlt und denkt, man kommt da nicht mehr aus der Spirale. Doch, man kommt nur nicht aus der Spirale raus, wenn man nicht möchte, ne? Oder wenn man nicht kann. Dann braucht die Seele oder der Prozess einfach noch ein bisschen länger. Und wenn man sich aber pusht und eine Kraft nach außen hin sendet und das wirklich schaffen möchte, wenn es zu schaffen ist von alleine, abgesehen von gesundheitlichen Sachen, die machen wir jetzt hier eh nicht im Kollektiv, dann geht es schon, ja, mit Mut, mit Kraft, ich schaffe das. Bei dem einen langsamer, bei dem einen schneller und kraftvoller, je nachdem, da spielen auch noch andere Faktoren mit einer Rolle, ja, wie lange hat die Bindung gedauert? Was hat man noch so von außen mit reinbekommen? Ja, meistens sind das ja immer mehrere Prozesse, die dann komplett aufeinander donnern, mit denen man zu tun hat, ihr Lieben. Nichts bringt uns auf unserem Weg besser voran als eine Pause. Passt ja auch sehr schön, ja? Also, nichts bringt uns besser auf dem Weg voran als eine Pause. Vielleicht hält man da auch dann inne und sagt sich so, jetzt gucke ich mal, wie lange leide ich hier eigentlich schon? Wie lange sitze ich hier eigentlich schon in diesem Prozess? Mit welchem Bereich hat das zu tun? Bin ich derjenige, der es verhindert, dass ich vorwärts komme? Weil ich hoffe, weil ich warten möchte, weil ich daran glaube? Oder sage ich mir, ich habe jetzt genug davon. Ich nutze jetzt die Pause, um da wirklich Kraft zu sammeln. Und es ändert sich vielleicht auch überhaupt nichts, dass man das dann wirklich so in den Kopf bekommt, also müssen wir Mut haben für Veränderung, ja, raus wieder aus der Komfortzone und sagen, okay, da gibt es vielleicht Menschen, die wollen nicht deinen Weg mitlaufen, aber du möchtest ihn laufen und du findest auf deinem neuen Weg, in deiner neuen Energie auch Menschen, die du triffst, ja, die diesen Weg auch laufen wollten oder laufen wollen, die sich dafür entschieden haben, diesen mutvolleren Weg oder auch den anderen Weg laufen zu dürfen, musst du wieder raus aus der Energie, ja? Wir nehmen die Affirmationskarte für den heutigen Tag ab ins Grüne. Mann, jetzt, also heute haben wir aber einen Pausentag. Manchmal ist eine Pause vom Alltag alles, was du brauchst. Steige aus dem Hamsterrad aus, fahre irgendwo aufs Land, lass deine Seele baumeln und schalte die Welt auf Pause. Also wir haben hier zweimal Pause heute drin. Hier sind meine Karten, die ich dann immer ziehe. Und ich habe auch gestern oder vorgestern den Tag dafür verbracht. Wahrscheinlich hat auch ein Video gefehlt oder Montag ein Video gefehlt. Ich habe alle meine Karten ordentlich in Kisten einsortiert, die ich mir neu angeschafft habe. Und ja, man muss sich auch mal mit anderen Sachen beschäftigen, ne? Noch dazu hatten wir ja ein super schönes Wochenende hier in Berlin am Wannsee, weil ja meine Schwägerin, oder ich, wartet mal, ich werde zum zweiten Mal Tante, meine Schwägerin und mein Bruder zum zweiten Mal eben Eltern von einem Jungen. Und deswegen war unser Wochenende sowieso komplett vollgeklatscht. Ja, ich glaube, wir waren erst 22, 30 zu Hause. Also wir hatten einen wunderschönen Familientag mit Freunden, mit Familie. Es war wunderschön. So, das war so mein Pausentag und ich habe alles mit meinem Sohn, der hat mir geholfen, in die Schachteln gestapelt. Das ist auch wieder dieses Ablenken, ja, dass man irgendwas macht, wo man wenigstens auch in der Zeit was geschafft hat. Also bloß keine Zeit verschwenden lassen. Wir gehen mal rein, wenn es drückt und hart wird. Oh Gott, das habe ich nicht gesagt. Vier der Stäbe. Der Eremit. Hier deutet alles auf Pause hin, ja? Für dich der Rückzug. Guck, bestimme, wo fühlst du dich angekommen? Wo fühlst du dich geborgen? Wo fühlst du dich sicher? Ob jetzt Personen an dir oder an deiner Seite sind oder nicht, spielt gar keine Rolle. Es kann auch der
finanzielle Bereich betreffen, es kann auch der berufliche finanzielle Bereich, der berufliche Bereich betreffen. Geld ist trotzdem ein Fluss, ja, das ist auch Energie. Es sind alles Energien und wir sehen jetzt hier auch noch mal eine Pause, indem du dich als Eremit hier wahrscheinlich zurückziehen solltest, wenn nicht sogar zurückgezogen hast. Und hier für dich einfach auch zur Erkenntnis kommst, hier in deiner Pause, wo fühlst du dich alleine sicher? Weil das kann kein anderer übernehmen, ja? Ob da jetzt jemand war oder auch weg ist oder an eurer Seite ist, es kann für deine Sicherheit kein anderer sorgen. Das bist in dem Moment erstmal du alleine. Du musst eine Verantwortung für dich selbst tragen und du brauchst auch die Stabilität, die Sicherheit in dir selbst, ja? Und dafür ist vielleicht auch heute für den Dienstag, wenn ihr das seht, oder Mittwoch, ich weiß nicht, wann das hochgeladen wird, ist ja auch Wurst, die Energie kommt hier raus, eine Pause, nachdenken. Wo oder was kannst du leisten, wo du weißt, da fühlst du dich sicher? Ist es zu Hause? Bist du mit deinem Zuhause zufrieden? Müssen da Veränderungen vorgenommen werden? Warst du zu wenig in der Natur? Hast du zu wenig irgendwie Ruhe gehabt, um Sachen zu sehen, ja, oder auf dich wirken zu lassen? Es kann auch wieder sein, nimm dir ein Stündchen Zeit für Lesen, ja. Ich meine wirklich ein Buch lesen, irgendwas machen, wo du weißt, dafür hast du die Verantwortung, das bist du dir selbst schuldig, ja, damit du dich hier wieder fängst und auch für dich hier was Schönes machst oder was Wertvolles, wo du dich wohlfühlen kannst. Wir haben hier die Herrscherin, ja, was du für dich selbst machst, ja. Brauchen wir gar nicht weiter zu sprechen. Zwei der Münzen im Herzen. Oftmals hast du hier vielleicht auch damit zu tun, ach Mann, heute nicht und nee, die Laune, die ich gestern dafür hatte, ist vielleicht heute auch wieder weg. Zwinge dich dazu, ja, wenn dieser Gedanke drin war, dass du hier vielleicht was machen musst oder erledigen musst und das auf die Bank schiebst, dann verlängert sich das sowieso, ja, dann gehst du mit dir nicht ordentlich um, dann übernimmst du in dem Moment keine Verantwortung für dich selbst, sondern du musst hier auch lernen, vom Herzen her oder vom Wunsch her, zieh das durch. Dieses Abwägen scheint dir dann in die Quere zu kommen. Du musst da härter werden, sozusagen wirklich für dich die Herrscherin, zieh das durch. Komm hier nicht in so einen Strauchelprozess, nö, heute jetzt nicht, ja, mir macht mein Gefühl wieder einen Strich durch die Rechnung. Das kann man antrainieren. Du sollst nicht Gefühle antrainieren, aber du sollst deine Eigenverantwortung hier lernen und antrainieren, dass du trotzdem sagst, ich mache es, ja. Ich mache hier trotzdem das, was ich im Kopf hatte, was ich durchziehen wollte. Wir haben hier Königin der Stäbe. Ich mache das. Ich mache das trotzdem, was ich durchziehen wollte. Wir können es auch wiederholend sagen, ohne dass ich die Karten sehe. Du musst hier wieder erstmal die ersten Schritte in diese Richtung bekommen oder auch fühlen, dass es was mit Lassion, mit Passion und Leidenschaft zu tun hat, ja, dass du hier wieder eine vitale Lebenskraft spürst, dass du eigentlich weißt, was du willst. Nur du weißt das in dem Moment, ja, und du wirst hier über dieses, wenn du manchmal wieder so in Konfliktüberlegungen kommst, ach nee, und ich weiß nicht, und warten wir mal ab, solltest du hier wirklich in die Königin der Stabenergie rein und dich daran erinnern, du bist für dich die Herrscherin in allererster Linie, du nimmst für dich die Verantwortung und wenn der andere nicht mitmachen, kannst du dafür nichts. Du musst hier lernen, für dich was zu machen, ja? Und dich nicht vergessen. Bei einer Sache bleiben und diese durchziehen. Für dich selbst. Wir haben auch hier für dich selbst, König der Kelche, ja? Das ist nur für dich selbst in dem Moment. Dein Selbstwert und deine Selbstliebe auch wieder hier erkennen. Mach dieses Zwei der Münzen weg. Dieses Unentschlossene. Dieses, ach, ich weiß nicht, ist nicht so gut. Mach das weg, ja. Wenn du dir was vornimmst oder wenn du darauf auch keine Lust hast, sage dir jedes Mal, die Zeit kommt nicht wieder, ja. Die Zeit, die rennt an dir vorbei. Wir haben hier 9 der Münzen. Für den ganzen Prozess wirst du hier lernen, wenn du mit so einer Schwere zu tun hast. Das ist dein Ergebnis, ja? Das kannst du dir immer wieder merken. Egal, ob das kleine Prozesse sind, die du angehst, oder größere Projekte. Hauptsache, du fängst sie erstmal an, irgendwie
in kleinen Schritten, ja, anzunehmen für dich selbst. Das ist dein Ergebnis, 9 der Münzen. Das kannst du vorweisen für dich selbst. Selbstwert, ja. Auch umsetzen. Damit schlägst du schon fast 2 der Münzen so weg. Das, was du hier möchtest, mach bitte. Die Hohepriesterin. Hier wirst du wahrscheinlich auch erkennen, wie oder was für einen hohen Stellenwert 9 der Münzen für dich eigentlich bekommen hat, ja. Dass du, wenn du nicht anfängst, aus diesen 2 verschiedenen, ja, unbalancierten Bereichen wie Denken, Herz, wie Denken, Fühlen rauskommst und ach nee und ach mache ich morgen und nee, ich warte erstmal und ich traue mich nicht. Wenn du da nicht rauskommst, ja, dann wirst du dieses Ergebnis lange nicht erfahren. Und sobald du das wirklich mit 2 der Münzen ablöst, wirst du hier auch verstehen lernen, Mensch, ich komme hier selbst bei mir an, ja. Ich habe hier ein Ergebnis und ich komme immer näher an mein Ergebnis. Das würde hier auch nochmal für dich so eine Art, ja, vielleicht hast du dich da selbst schon aufgegeben, dass du gedacht hast, du schaffst hier irgendwas nicht, ja. Dass du hier wirklich auf dich Verlass spürst, ja, das ist deine Verantwortung, das ist mein Verlass, das bin ich mir schuldig, das weiß ich für mich, dass ich dort lang muss. Und auch hier diese Selbstzweifel, wenn du sie hattest oder irgendwie Zweifel, die mit der 2 der Münzen zu tun haben, werden sich hier wahrscheinlich sehr schnell auflösen, ja. Du wirst dir bewusst, wenn ich ein Ergebnis habe und ein Ziel auch vor Augen und wenn ich dieses Zweierding ablöse, zwiespältig zu denken, ja, und alles in Frage zu stellen oder überall pro Kontra zu sehen, dann wirst du hier merken, wie wichtig das ist, erstmal überhaupt wieder ein Ergebnis zu spüren und zu fühlen. Weil das ist das Ergebnis der Leichtigkeit, ja, wir haben hier 3 der Kelche. Du wirst hier neu erlernen, wie leicht es eigentlich ist, wir sagen es mal kurz um, sobald du deine Kontrolle über dich hast, ja, als Herrscherin. Sobald du die Kontrolle über dich selbst erstmal hast und eine Verantwortung wieder für dich übernimmst, für deinen Geist, für deinen Körper, für deine Seele, weißt du hier, das fühlt sich leicht an. Das kann ein Weg werden, der sich wirklich in der Leichtigkeit findet, ja, wo du niemals gedacht hättest, hier Ergebnisse zu erzielen. Aber da wird dir dann auch bewusst, mit Hohepriesterin ist ja kein Wunder, ja, wenn ich immer nur so und so gedacht habe. Es war ja immer unausgleichend. Du hast hier nie für den Ausgleich gesorgt. Das könnte eben auch so Angst, Freude, ja, so. Kummer, Warten, Verlust, alles, was so mit dem unausgewogenen Prinzip zu tun hat, Kopf gegen Herz, wirst du hier merken, das wird sich automatisch ablösen, wenn du einfach mein Ergebnis hier erreichst, wo du dir sagst, das nimmst du dir vor, das wird dein Plan, das ist dein Ziel. Und am Ende des Tages kannst du hier vielleicht auch sagen oder wirst hier erleben, es fühlt sich definitiv leichter an, wenn du erstmal die Eigenverantwortung für dich selbst übernimmst, ja? Und dich hier nicht irgendwie wie ein Häufchen Elend weiterhin die ganzen Wochen, Monate, Jahre vorwärts bewegst oder eben auch gar nicht bewegst, ja? Hier gibt es eine bestimmte wichtige Pause, wo du dir selber klar machst, ab wann wird das durchzogen, ab wann wird hier was vollzogen, dass du hier wirklich ein Ergebnis für dich selbst hast und auch merkst, oder vielleicht nachdenkst, wie lange gibst du eigentlich schon deine Verantwortung für dich selbst hier ab, ja? Wer darf über dich bestimmen? Wer bestimmt überhaupt noch über dich? Wie können wir das lösen, dass du für dich selbst hier was machst? Darum geht es in dieser ganzen Message heute, ja, in der Tagesbotschaft, ihr Lieben. Wir sind durch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Nö, ich habe vergessen, wir haben ja noch ein Buch der Antworten. Für diese Eigenverantwortung, ja? Wir gucken mal. Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Hatten wir auch schon mal, aber das passt ja auch sehr gut. Die Eigenverantwortung. Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Nimm hier wieder Verantwortung für dich selbst, sei die Herrscherin und finde auch,
mit dieser Strecke oder mit dieser Energie auch deine Ergebnisse, ja, die musst du ja wieder selbst verstehen und lieben lernen. Du hast wahrscheinlich lange Zeit gar keine Ergebnisse oder Ziele mehr gehabt und deswegen diese eine Pause nutzen, wo du nur für dich hier vorwärts kommst und auch eine Selbstbestimmung machst, ja, und nicht andere bestimmen lässt für dein Wohl, damit du hier wieder diese Leichtigkeit spürst, wenn du in der Schwere sitzt. Ihr Lieben, bleibt schön gesund, genießt den Tag mit der wunderschönen Sonne, geht raus, beobachtet, bis bald, tschüssi.